Shakespeare, Endgegner aller Englischstudierenden. So wie wir heute auf die Welt der Vergangenheit zurückschauen, die im Falle von Shakespeare auch schon wieder über 400 Jahre zurückliegt, hegte er selbiges Interesse an Vergangenem, wie man an seinen Dramen sehen kann. Über Julius Caesar, Kleopatra oder die etlichen Henrys der englischen Geschichte, er hatte reichlich im Repertoire. Moderne Literatur und sonstige Künste lassen sich noch immer von ihm inspirieren, wie Romeo und Juliet mit Leonardo DiCaprio oder Shakespeare in Love. Auch Anime blieben nicht von ihm verschont. The Tempest ist direkt benannt nach seinem Tempest, aber auch Hamlet findet man in diesem Anime wieder. Und Romeo und Julia hat sogar eine Adaption bekommen, auf gewisse Weise, mit sehr viel Freiheiten. Seit diesem Jahr gibt es einen weiteren Anime, der sich nicht nur hat von Shakespeare inspirieren lassen, sondern Henry VI. Und Richard III. Als Vorlage genommen hat, die beide jeweils die Lebensgeschichte eines englischen Königs nacherzählen. Requiem of the Rose King. Requiem of the Rose King ist ein Manga, der von Ende 2013 bis Anfang 2022 lief und 17 Bände umfasst. Geschrieben und gezeichnet wurde er von Aya Kano, einem Mangaka, die seit 2001 fleißig dabei ist, schöne historische Figuren zu zeichnen und sich gegenseitig umbringen zu lassen. Abgesehen von ihrem ersten großen Mainstream-Erfolg mit Ottoman in 2006, den es auch bei uns in Deutschland gab. Nachdem sie Ottoman abgeschlossen hatte, ging es aber gleich zurück zum Historiendrama mit Requiem of the Rose King. Die Geschichte des Manga öffnet mit dem Ende von Henry VI., bei uns auch als Heinrich VI. Bekannt, Part 2, als die Yorks dabei sind, England an sich zu reißen in einem Krieg, bekannt als Krieg der Rosen. Da die Yorks und deren Feinde, zu denen Henry gehörte, die Lancasters, beide Rosenmotive auf ihren Abzeichen hatten. Unser Protagonist ist Richard Plantagenet, Sohn von Richard Plantagenet, 3. Duke of York. Stellt euch schon mal darauf ein, dass nur eine Handvoll Namen vorkommen werden, die dafür ganz oft, weil die Engländer anscheinend nicht unbedingt kreativ waren. Der Einfachheit halber werde ich unsere Hauptfigur, wenn nötig, als Richard III. Bezeichnen, auch wenn er erst im Verlauf der Geschichte zum König wird. Richard III. Ist eine eher ruhige, in sich gekehrte Gestalt, die nicht viel Kontakt zu Menschen außerhalb des engsten Familienkreises hegt. Seine besten Freunde sind sein Vater und seine beiden Brüder, George und Edward. Zweiteren werde ich der Einfachheit halber auch ab jetzt bereits Edward IV. Nennen. Daneben gibt es noch William Catesby, der im Prinzip als Richards Bodyguard dient und zusammen mit seiner Mutter und seinem Vater der einzige ist, der Richards Geheimnis kennt. Er ist intersexuell. Richard kam sowohl mit weiblich wie männlich assoziierten Fortpflanzungsorganen zur Welt, was besonders im tiefkatholischen England des 15. Jahrhunderts für Aufregung sorgen würde, weshalb er und seine Familie es vor allem verheimlichen. Während sein Vater und Catesby kein Problem mit Richards Intersexualität haben, ist es aber vor allem der Rabe von Mutter, der hier zum Ausdruck bringt, wie zeitgenössische Reaktionen wohl gewesen wären. Sie sieht sich als verflucht und ihr Kind als Kind eines Dämons, welches ihr als Strafe Gottes auferlegt wurde. So begleiten wir Richard auf Identitätssuche während der Rosenkriege, der in Traumsequenzen mit dem Geist von Jeanne d'Arc über diese Problematik diskutiert. Ja, die französische Nationalheldin, die eine der wenigen geduldeten weiblichen Ritterinnen war. Ich versuche den Titel mehr oder weniger chronologisch in meiner Review anzugehen, um ein wenig Struktur reinzubringen, das tatsächlich nicht unbedingt einfach ist, über ihn zu sprechen, gerade weil es immer wieder verschiedene Dinge an dem Anime gibt, die ich mag und die ich nicht mag. Was ich auf jeden Fall schon mal nicht mag, ist der Anfang. Besonders die ersten beiden Folgen sind eine reine Katastrophe. Sie haben ein übertrieben schnelles Tempo und schlichtweg nicht den Style, um damit umzugehen, wie ein Kaguya-sama oder die meisten Chef-Serien. Ich hatte das Gefühl, dass sie nur so durchrasen, um an dem Punkt anzukommen, wo die Story so richtig losgeht. Denn alleine in diesen zwei Folgen werden die ersten anderthalb Bände adaptiert, was ein bisschen viel ist. Nur als Vergleich, der ganze Anime in seinen 24 Folgen adaptiert alle 17 Bände des Manga. Was ehrlich gesagt keine gute Idee ist, weil du bei recht vielen Anime-Adaptionen eigentlich auf so 2-2,5 Folgen pro Band kommst grob. Ich denke dabei an Bloom Interview, Beastars, Dorohedoro, denn es kann natürlich auch vollkommen anders aussehen wie bei Kaguya-sama Love is War, wo wir trotz des schnellen Tempos nur bei 14 Volumes bei den aktuell 37 Folgen sind. Bei Requiem of the Rose King sorgt das nur dafür, dass man absolut keinen Überblick über die Situation bekommt und der tragische Aufhänger, der Richards Story letztlich den Antrieb gibt, hat keinerlei Wirkung. Wie ich gelesen habe, sind auch zahlreiche Sachen aus dem Manga ausgelassen worden, wozu sich selbst die Autorin gemeldet hat. Einige Dinge scheinen rausgeflogen zu sein, weil es im japanischen TV schwierig wäre, was wahrscheinlich ein paar Kämpfe und Sexszenen sind, während andere Dinge rausgeflogen sind, weil 17 Bände in 24 Folgen zu erzählen nicht so einfach ist.
Besonders wenn du ein kleines Team bei GC Staff bist, was völlig undankbarerweise diese Aufgabe auferlegt bekommen hat. Drehbuchautor ist Hiroki Uchida, der interessanterweise auch das Drehbuch für Gamers geschrieben hat, was teilweise ähnliche Pacing-Probleme wie Requiem of the Rose King aufweist und in der gleichen Season wie Rose King ebenfalls die Serious Composition bei The Strongest Sage with the Weakest Crest übernahm, was wahrscheinlich nicht unstressig ist, zwei Anime gleichzeitig so zu übernehmen. Regisseur ist Kentaro Suzuki, der bei GC Staff auch schon im Regiestuhl für Angels of Death und Kutowafter saß. Hab nix anderes von ihm gesehen, kann hier also keine Vergleiche ziehen. Euch wird aber sicherlich schon aufgefallen sein, wie die Serie so aussieht. Nicht gut. Ich bin erstaunt, dass überhaupt die Animator gecredited sind bei dieser Serie, weil so unbedingt viel animiert ist da jetzt nicht. GC Staff ist so ein komisches, großes Studio, in das ich keinen wirklichen Einblick habe. Die machen relativ viel Inhouse tatsächlich, was mir für so ein großes Studio mit so vielen Projekten fast schon komisch vorkommt, aber haben dabei halt auch keine Stillinie, die sie verfolgen, so im Gegensatz zu Kyoto Animation, Shaft oder David Production. Ich weiß auch nicht, ob es da irgendwie Einteilungen in hier mal ein großes Team für ein großes Projekt und hier mal ein kleines Team für ein nicht so wichtiges Projekt gibt, denn wie zweiteres fühlt sich Requiem of the Rose King halt definitiv an. Die Kamera bewegt sich kaum, Figuren kaum, alles fühlt sich flach an und wenn man sich die Kämpfer anschaut, die im Anime sind, dann ist es vielleicht auch besser, dass sie die meisten rausgeschnitten haben. Blöd ist halt, wenn sowas wie die Schlacht von Tewksbury so integral für die Geschichte ist, dass du es nicht loswirst und Episode 11 und 12 deswegen wieder eine totale Vollkatastrophe sind, in der Richard beispielsweise sein Schwert in drei wie bei einer Slideshow präsentierten Bildern schwingt. Um aber auch mal was Positives zur Präsentation zu sagen. A, ich mag tatsächlich diese Vektorgrafiken mit bunten Farben, die sie immer mal wieder in Schlüsselmomenten nutzen, weil es recht stilvoll aussieht und Platz für visuelle Metaphern zulässt. Und B, die japanischen Synchronsprecher machen einen sehr guten Job. Vor allem Richards Sprecherin hat in meinen Augen so eine perfekte Mischung aus weiblich konnotierter und männlich konnotierter Tonlage erreicht. Interessanterweise hat sie, Mitsuki Saiga, zuvor in Nabari no O die intersexuelle Hauptfigur gesprochen und die Drag Queen in Princess Jellyfish, was beides wahrscheinlich auch der Grund ist, warum sie die Rolle von Richard bekommen hat. Plus C, die Musik ist ziemlich gut. Composer Kō Ohtani ist mittlerweile seit den 80ern unterwegs und hat einige sehr bekannte Soundtracks abgeliefert, wie der von Shadow of the Colossus, Colorful, Haibane Renmei, Gundam Wing und noch vieles mehr. Seine Musik hier passt wunderbar zum düsteren Mittelalter-Setting mit tief singenden Frauenchören und vor allem die immer wieder auftretende Orgel sticht sehr heraus und macht den Soundtrack schön einzigartig. Was mir auch gefällt, ist der Rest der ersten Hälfte der Serie. Nachdem der Ball erstmal ins Rollen gekommen ist, ist mir aufgefallen, wie ich immer investierter in diese Serie wurde. Denn die Dynamiken zwischen den Figuren, die ganzen Intrigen und alles darum herum ist überraschend gut geschrieben. Die Dialoge, zumindest den englischen Untertiteln auf Crunchyroll nachzuurteilen, orientieren sich nah an Shakespeares Dialogen, nur dass die Sprache modernisiert wurde, sodass sie tatsächlich jemand versteht. Gefüllt werden diese schließlich mit einer Menge Romanze, besonders weil irgendwie jeder mit Richard in die Kiste will, und Richards wirklich spannendem internen Konflikt. Er mag zwar die Geschlechtsmerkmale beider üblichen Gonosomentypen besitzen, ist von seinem Vater jedoch als Sohn erzogen worden, indes seine Mutter ihn immer wieder anbrüllt, was für eine Teufelsgeburt er doch sei. Beides führt zu immer größeren Problemen, wie Richard älter wird. Ihm wachsen Brüste, die er sich mit einem Binder zuschnürt, um weiter dem typischen Bild von Männlichkeit zu entsprechen. Sein Körper bleibt recht schlank, egal wie viel er trainiert, baut sich sein Körper nicht wie der seiner Brüder auf. Und seine Stimme, wie eben erwähnt, liegt irgendwo zwischen typisch männlich und typisch weiblich. Anne Neville, die auch in der Realität Richards Gemahlin war, findet genau diese Einfühlsamkeit, Einsamkeit, quasi Schwäche, die er ausstrahlt, aber ansprechend und verliebt sich von klein auf in ihn. Nicht weniger fasziniert zeigt sich Edward von Westminster, der bei einer Belagerung einer Burg der Yorks von den Lancasters eine zufällige kurze Begegnung mit Richard hat und vor allem nachdem er versehentlich Richards Brüste betatschte, diesen nicht mehr aus seinem Kopf bekommt, weil er davon ausgeht, dass Richard eine Frau sei, die so tut, als sei sie ein Mann. Äußerst witzig wird es, wenn Edward von Westminster und Anne zu einer politischen Hochzeit gezwungen werden und dabei ein Kind zeugen sollen, weil Anne davon redet, wie sehr sie eigentlich Richard liebt und Edward dann meint, dass er Richard viel mehr lieben würde, worauf sich Anna schockiert zeigt, weil, oh nein, Homosexualität, aber Edward erwidert mit, nein, sie ist eine Frau! Und plötzlich kommt sich Anne wie die Sünderin vor, obwohl sie letzten Endes beides falsch liegen. Beziehungsweise, Anne liegt
richtiger, immerhin identifiziert sich Richard klar als Mann. Es gibt Situationen, in denen er sich als Frau ausgibt, um ungeschoren davonzukommen, und diese Situationen sind ganz klar unkomfortabel für ihn. In seinen Gesprächen mit dem Geist von John Dark reitet dieser auch ganz bewusst darauf rum, um Richard in seiner Geschlechtsidentität zu verunsichern. Richards Struggle ist mit einem Fingerspitzengefühl geschrieben, den man normalerweise höchstens in Werken von LGBTQ+-Personen bekommt. Nicht nur, weil es diesen Konflikt beider Extreme auf der Geschlechterskala gut zeigt, sondern auch, weil die Erziehung und das Umfeld einen großen Einfluss auf ihn haben. Die größte Romanze und einer der Menschen, der den größten Einfluss auf Richard in seinen jungen Jahren hat, dürfte aber Henry VI. Sein. Was einem komisch vorkommen sollte, wenn man bedenkt, dass sie in der Realität einen Altersunterschied von 30 Jahren hatten und damals lebte man ja nur an die 50 Jahre. Die beiden sind da keine Ausnahme. Aber zum Glück ist das ja hier ein Anime und Henry sieht auch in seinen 40ern und 50ern aus wie 20, was dazu führt, dass wenn man keine Ahnung von deren tatsächlichen Alter hat, weil es im Anime auch nie erwähnt wird, man es nie hinterfragt. An den Gedankengang habe ich ehrlich gesagt angeschlossen, da deren Alter eben nie erwähnt wird und beide dank Anime-Look sonst wie alt sein könnten, spielt es ehrlich gesagt keine Rolle, wie groß der reale Altersunterschied zwischen den beiden wäre, wäre es Realität. Henry wird, wie in Shakespeares Stück, als sehr gutherziger Mensch dargestellt, der schlicht keine Qualitäten als König hat. Dass er gerade in der zweiten Hälfte seines Lebens dem Wahnsinn verfallen ist, wird hier genauso wie bei Shakespeare ausgelassen. Diese Gutherzigkeit jedenfalls ist es, die Richard so anziehend findet. Dass es tatsächlich jemanden gibt, dem es nicht nach Macht, nach Krieg, nach Gewalt, nach Intrigen dürstet, sondern dass es jemanden gibt, der an Zwischenmenschlichkeit und Einigkeit glaubt. Die Tatsache, dass sie gegenseitig für sehr lange Zeit nicht wissen, wer der jeweils andere in Wirklichkeit ist, dürfte auch helfen. Sie nennen sich zwar gegenseitig bereits Richard und Henry, aber wie am Anfang gesagt, so viele Namen gab es damals gefühlt gar nicht, dementsprechend ist das nicht unbedingt ein Hinweis. Richard ist immer mehr dabei, sich gegenüber Henry zu öffnen, auch wenn er Angst hat, dass seine Intersexualität Henry verschrecken würde. Was unter normalen Umständen wahrscheinlich nicht passiert wäre. Nur holt Richards Wunsch, dass Henry fallen muss, damit die Yorks den Thron innehaben können, ihn jetzt ein, als er erfährt, dass Henry eben Henry VI. Ist. Seiner Familie und seinen Kameraden gegenüber kann er natürlich nicht verraten, dass er eine Beziehung mit Henry hatte, und so wird dieser im Tower of London eingesperrt, wo Henrys Leben und deren beider Beziehung ein tragisches Ende findet. Ihr könnt euch vielleicht denken, dass Richards Intersexualität so nicht im Drama von Shakespeare vorkam. Dort wird er in der Regel als jemand mit Buckelrücken dargestellt, um seine Hinterlistigkeit zu betonen, die im Drama direkt von Anfang an auch in Monologen verdeutlicht wird. Wie beispielsweise, wenn er sagt: I am determined to prove a villain. Ganz am Anfang des Stücks. Die Zeile kommt übrigens auch im Anime vor, aber Richards Intersexualität scheint eine Art Ersatz für seinen Buckelrücken zu sein. Der echte Richard III. Hatte, den Porträts nachzuurteilen, einen gesunden Rücken. Letztlich ist der Buckelrücken also auch nur eine Ergänzung Shakespeares und die Intersexualität eine Kanus. Sowas passiert andauernd in diesem Anime und es ist faszinierend. Wir haben eine Adaption einer Adaption, die ein echtes historisches Ereignis adaptiert, was zu Zeiten Shakespeares gar nicht mal so weit zurücklag. Wenn man während des Schauens des Anime die Wikipedia-Seiten des Rosenkrieges liest, sieht man immer wieder Übereinstimmungen und wie real geschehene Dinge clever in die Story integriert werden. Dabei werden teilweise Änderungen Shakespeares übernommen, wie Henrys VI. Gutmütiger Charakter, teilweise Dinge dargestellt, die im Stück nicht vorkommen, aber so in etwa tatsächlich existiert haben, wie Jane Shore, eine Dame, die gerne etwas intime Zeit mit zahlreichen Nobelmännern Yorks verbrachte, und dann gibt es eben die ausgedachten Dinge wie Richards Intersexualität. Für Leute wie mich, die sich gerne in Geschichte reinlesen und zumindest keine Abstriche gegenüber Shakespeare hegen, ist das wie gefundenes Fressen. Das eben erwähnte mit den Wikipedia-Artikeln währenddessen nachschauen habe ich recht häufig gemacht, auch wenn es im Prinzip die Story des Anime gespoilt hat, aber es ist ein Historiendrama, die Handlung ist in Stein gemeißelt. Viel interessanter ist doch, wie es der Anime schafft, die historischen Ereignisse zu verknüpfen und gleichzeitig eben ein Anime zu sein, in dem Figuren natürliche Entwicklungen durchmachen, in das dies mit seinen eigenen fiktionalen Elementen verbunden wird. Als Beispiel greife ich zu einer der Schlüsselszenen der Serie. Wenn Richard Henry tötet. Wie es letztlich in Shakespeares Stück und im Anime passiert, ist im Kern nicht so unterschiedlich. Henry wurde im Tower of London von den Yorks eingesperrt. Nach der Schlacht von Tewkesbury reitet Richard zurück dorthin mit der Absicht, ihn zu töten. Die beiden streiten, Richard ersticht Henry und Henry prophezeit das Chaos, was danach bevorstehen wird. In Shakespeares Stück redet Henry von der schweren Geburt, die Richards Mutter hat haben müssen, weil er solch Teufel ist. Thy mother felt more than a mother's pain and yet brought forth less than a mother's hope. To wit,
an indigested and deformed lump. Was Richard stark provoziert. In Requiem of the Rose King möchte Richard Henry nicht unbedingt töten. Die beiden treffen sich in einem Kirchenraum des Tower of London, nachdem sie eine sehr innige Beziehung bis zu diesem Punkt hatten. Nur ist Henry so traumatisiert von allem Geschehen gegenüber den Lancasters, dass er Richard zunächst nicht wiedererkennt. Erst Richards Zuneigung zu ihm bringt langsam Erinnerungen zurück. Die beiden sind kurz davor, sich zu küssen, bis schließlich noch weitere Erinnerungen durch seinen Kopf ziehen, wie ein Priester ihm gesagt hat, dass seine Liebe zu einem Mann eine Sünde sei und wie Richards Mutter ihm sein Geheimnis verraten hat und zusätzlich Henry eingetrichtert hat, wie teuflisch diese Intersexualität doch sei. Plötzlich spricht auch er von dieser schweren Geburt, die Richards Mutter hat haben müssen, und bezeichnet ihn als einen Teufel. Da Richard diese Worte nicht länger ertragen kann, gerade wo sie von dem Menschen kommen, den er im Anime am meisten liebt, ersticht er ihn. Tatsächlich habe ich Henry VI. Und Richard III. Vorher nicht gelesen. Es fällt mir jetzt erst bei der Recherche für dieses Video auf, wie wahnsinnig nah dran Requiem of the Rose King eigentlich an den beiden Stücken ist, mit Dialogen, die stellenweise komplett nur in modernerer Sprache übernommen werden. Und es überrascht mich wirklich, wie wenig es auffällt beim Schauen des Anime. Man könnte vielleicht die Angst haben, dass der Anime versuchen würde, bekannte Szenen aus den Stücken reinzuzwingen, des Wiedererkennungsmerkmals wegen. Stattdessen sind die Überleitungen zu solchen Szenen sehr natürlich. Es ist kein Anime, der um diese beiden Dramenstücken drumherum geschrieben ist, sondern viel eher sie, wie soll ich sagen, der Ausdruck mag im ersten Moment komisch klingen, diese Stücke aufgefressen hat. Szenen wie die eben beschriebene sind nicht einfach nur Brücken zwischen zwei weiteren Szenen des Anime, sie sind ein essentieller Teil der Geschichte. Und dass Requiem of the Rose King das so gut hinkriegt, finde ich bemerkenswert. Leider nimmt die Serie nach dem eben beschriebenen Moment wieder stark ab. Henrys Tod markiert das Ende von Part 1 der Serie, die soweit Henry VI. Part 3 adaptierte. Mit dem Beginn des Abschnitts rund um Richard III.'s Weg an die Macht wird die Figur zunehmend unsympathischer, weil Richard zu dreckigen Mitteln greift, um die Krone auf seinem Haupt zu haben. Und gerade das Hintergehen seiner eigenen Familie konnte ich ihm nur schwer abnehmen. Es mag Sinn ergeben, dass Henrys Tod Richard stark beeinflusst hat und somit seine moralischen Ansprüche hat tief sinken lassen, aber A, passiert mir hier sein Fallen auf die dunkle Seite einfach wieder zu schnell und B, führt das, selbst wenn es meistens nachvollziehbar ist, zu einem für mich ganz anderen Problem. Es fehlt eine Figur, die ich anfeuern kann. In der ersten Hälfte der Serie stehe ich weitestgehend hinter Richard, weil ich seinen persönlichen Struggle nachempfindbar finde und weil viele Dinge außerhalb von Richards Kontrolle passieren. Jetzt in der zweiten Hälfte nimmt Richard die Zügel selbst in die Hand und ist, wie es bei Shakespeare, aber auch der menschlichen Erziehung nun mal so ist, zu dem geworden, zu dem er letztlich gemacht wurde. Ein Dämon. Also rein aus der Perspektive der Tragödie ergeben Richards Handlungen durchaus Sinn, so wie der Wechsel zum Bösen, aber es steht halt meinem persönlichen Vergnügen entgegen. Das mag komisch klingen, aber ist es wirklich so, dass ich total sehe, was die Serie hier macht und es verstehe und nachvollziehen kann, wenn andere das gut finden, nur komme ich damit eben irgendwie nicht klar. Ich finde es sogar ziemlich gewagt, weil der sichere Weg ins Verderben eine für Anime sehr ungewöhnliche Erzählweise ist. Ja, fast schon unnatürlich, weil wir es als ZuschauerInnen gewohnt sind, dass Anime innerhalb eines Arcs der Drei-Akt-Struktur folgen. Also Aufbau, Konfrontation und Resolution. Aber die zweite Hälfte von Requiem of the Rose King macht es nicht. Nehmen wir die Fünf-Akt-Struktur von Aristoteles, denen die meisten Dramen auch folgten, könnte man sagen, dass die zweite Hälfte der Serie durchgehend ein retardierendes Moment ist, während wir Henrys Tod als Klimax betrachten. Mir fällt nur eine Serie ein, die erstaunlicherweise auch noch recht jung ist, die erzählerisch ähnlich funktioniert, nämlich The Heike Story, was den Zerfall der Heike-Familie aus der Heian-Ära erzählt. Auch da fällt es mir schon schwer, in Worte zu fassen, ob ich das nun mag oder nicht. Es stört mich beim Schauen, weil es sich so unbefriedigend anfühlt. Gleichzeitig ist es interessant, darüber nachzudenken und zu reden. Erst gegen Ende der zweiten Hälfte gewinne ich langsam wieder Sympathie für Richard, da er sich wieder mehr und mehr seinen Schwächen hingibt. Zuvor hat er die ganze Zeit versucht, sich wie der Stärkste zu benehmen und es allen zu beweisen, nur um am Ende langsam zu der Erkenntnis zu kommen, dass das alles für nichts war und er alle, die er liebte, verloren hat, verscheucht oder getötet hat oder letztlich zu lieben verlernt hat. Wobei nicht weniger interessant ist, wie die zweite Hälfte mit Richards Intersexualität umgeht. Während er sich in der ersten Hälfte seinen jüngeren Jahren unsicher zeigt und die Gespräche mit Jeanne d'Arc ihn leicht beeinflussen können, hat er nun gelernt, seine Bedenken abstellen zu können. Selbst wenn er sich hier mal wieder als Frau verkleidet, was ihn früher sehr gestört hat, löst das nichts mehr in ihm aus.
Und als letztlich das Gerücht im Land verbreitet wird, dass er intersexuell ist, schert es ihn auch nicht weiter, was gleichzeitig dabei hilft, diesen Gerüchten entgegenzuwirken. Man kann wohl sagen, dass die Ereignisse aus Hälfte 1 ihn dermaßen traumatisiert haben, dass er seine Intersexualität versucht zu ignorieren. Gleichzeitig hat das Verlangen, König sein zu wollen, ihm ein Selbstwertgefühl gegeben, dass er es nicht mehr nötig sieht, sich ständig zu hinterfragen. Nein, es geht sogar noch viel weiter, denn jetzt ist er dazu in der Lage, zu lieben. Indes es ihm schwer fiel, sich einzugestehen, dass er Henry liebt, weil er sich selbst nicht einmal liebte, lässt sein Selbstwertgefühl es nun zu, dass er jemanden innigst lieben kann. Insgesamt ist Requiem of the Rose King ein Anime, den ich eigentlich super finden möchte. Es ist ja vieles da, was ihn gut macht. Die Figuren sind gut geschrieben, der Umgang mit Richards Intersexualität ist großartig und sehr respektvoll gegenüber der Thematik. Die Musik ist gut, die SprecherInnen sind gut, das Visuelle kann kreativ und stimmig sein, aber enorme Pacing-Probleme, lächerlich schwache Animationen und eine zweite Hälfte, die ich eigentlich konzeptionell gut finde, aber einen emotionalen Ankerpunkt zumindest für mich missen lässt, machen es mir schwer, den Anime so richtig dich zu mögen. Ich mag ihn, aber mit Caveats und mit dem Gefühl, dass ich trotzdem nicht ganz glücklich über ihn bin. Ich bin Miki und vielen Dank fürs Zuschauen.